Meine lieben Dinosaurier-Freunde, willkommen zurück, Dinosaur Park. Ihr wisst noch, wir haben genau hier ausgelockt in der letzten Folge und wir wollen auch direkt hier weitermachen. Wir müssen noch die Mitarbeiter einstellen, wisst ihr das noch? Wir haben ganz, ganz viele Leute bekommen. Wir haben den Mario Meyer bekommen, wir haben die Doris bekommen. Wen haben wir denn noch bekommen? Da war noch jemand, den ich vergessen habe. Werden wir gleich noch sehen und die werden wir jetzt gleich alle einstellen. So. Wir müssen übrigens 12 Dinosaurierarten in den Zoo holen. Aber erstmal wollen wir mal gucken. Also, wir haben nämlich hier Mitarbeiter. Und wir haben ganz viel Dekoration. Und wir haben hier, was ist denn das? Das Glücksrad. Werden wir ganz sicher hier erstmal hinstellen. Und bauen. Können wir hier schon drehen? Wir können mal ein Geschenk abholen. Mal gucken, Leute. Wir werden das erste Geschenk aus unserem Glückswagen oder Glücksrad abholen. Mal gucken, was es gibt. Drückt mir die Daumen. Ich weiß es nicht, wie das geht. Oh. Was haben wir denn hier? Zufällige Belohnung. Erhalte zufällig einmal eine Belohnung vom Typ Dinosaurus, also Dinos. Hier ist Geld. Wir haben hier eine Deko. Hier haben wir das. Erhalte eine Typ Dekoration. Was habe ich hier? Oh, zufällige Belohnung. Erhalte zufällig ein Gehege. Wir drehen mal. Drück uns die Daumen, dass wir entweder ein Gehege bekommen, das kostet, oder ein Dinosaurier. Wir wollen Dinosaurier. Nein, wir wollen Dinosaurier. Wir wollen nichts anderes haben. In 3, 2, 1, los! Okay. Das ist eine Mücke in einem Bernstein. Bernstein. Du hältst 100 Bernsteine. Was sind denn Bernsteine? Okay, jetzt gucken wir mal in einer Minute wieder. Oh, wow, das geht aber schnell. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Was ist denn ein Bernstein gewesen? Hier habe ich 100 Bernsteine. Brauche ich die für irgendwie was? Kann ich dafür Informationen holen? Bernsteine hältst du, indem du Teile auflöst. Okay, aber was mache ich mit Bernstein? Warte mal kurz. Achso, wozu braucht man DNA-Teile? Du kannst fehlende Teile mit Ammoniten oder Bernsteinen. Ah, okay. Das ist, glaube ich, eine gute Sache, was wir hier gerade bekommen haben. Da wir jetzt noch ziemlich weit von allem sind, werde ich die Bernsteine natürlich nicht nutzen. Und wir werden das einfach in ein paar Sekunden einfach nochmal wieder versuchen. So, gucken wir mal ganz kurz, was hier noch passiert. Wir haben hier Geld. 90, 72. Ja, die Kasse klingelt, Leute. Die Klasse klingelt. So. Also, ich würde jetzt erstmal Folgendes machen. Oh, hier müssen wir erstmal ein Update machen. Kostet mich 1600. Machen wir mal. Ich würde hier gerne erst ein Stego nochmal hier reintun. So. Das ist immer toll. Dann haben wir hier noch. Also, wir haben einen Gärtner. Möchtest du einen Gutschein einlösen und einen kostenlosen Mitarbeiter einstellen? Natürlich wollen wir das. Da läuft sie. Das ist die. Die kann ich sie nicht mehr anklicken. Nein, okay. Wir wollen natürlich alle einstellen. Wollen wir einstellen. Und jetzt haben wir erstmal alle Leute eingestellt. Das ist ganz, ganz wichtig für uns, Leute, weil... Oh, wieder Geld und wieder Belohnung. Und ein Stygosaurus-Eisblock kriegen wir. Psst. Okay, psst. Was denn? Ja, Florian, was gibt es? Hey, leise bitte. Ich will nicht, dass sie mich findet. Wer denn? Tier zum Verkauf gesehen habe.
Warum hat er jetzt, warum hat er so leise geredet? Hm, wer weiß das schon? Wir werden es rausfinden. Er weiß mehr, als wir wissen. Und wir müssen dann rausfinden, was da los ist. Warum er so geheimnistuerisch macht. Aber wir werden erstmal ganz kurz ein paar Wege setzen. Ach Mann. So. Ein neues Gehege setzen. Aber wir brauchen erstmal. Was ist das hier? Möchtest du Karl Junghans Grundstück abkaufen? Später. Der Iguano, oder 9000 kostet mich der. 9000. Was haben wir denn hier? Achso, okay, das haben wir hier schon gehabt. Ganz kurz zu dem Ding hier. Wir wollen doch natürlich gucken, was wir bekommen. Und los geht's. Oh, eine Blume. Aber nicht wirklich eine Blume, ne? Zufällige Belohnung. Mal gucken, was habe ich erhalten. Es ist ein... Ah, wir haben nur ein DNA. Eine DNA für diese Pflanze bekommen. Seht ihr, wir brauchen 6 davon noch. Mangolie weiß. Sehr schön. Ich finde es gut mit diesem Glücksrad. Gefällt mir echt gut. Was macht das hier eigentlich? Nix. Okay. Gucken wir mal, was haben wir hier noch? Wir haben noch ein paar Blumen, die wir noch setzen können. Die werden wir jetzt noch schnell hier setzen. So, die haben wir jetzt mal schnell gesetzt, damit die weg sind. Wir brauchen sowieso. Aber was haben wir hier? Du brauchst ein passendes Gehege. Sollen wir eins bauen? Ja. Ist das das passende Gehege? Ist das nicht hier? Oh, was sagen, ist das nicht ein bisschen zu weit? So, wir machen das passende Gehege dazu und. Brumm, 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 brumm. So, wir machen wieder ein paar Wege. So. Und das gleiche machen wir nämlich jetzt in diese Richtung auch noch. Nein, in die andere Richtung bitte. So, das lassen wir erstmal so. Dann haben wir nämlich hier wieder ein bisschen Fläche für Grünzeugs und für Speisewagen. In 3 Minuten ist das eben kürzer gewesen. Das wird immer länger, glaube ich, ne? Ich glaube, das wird auch mal länger und immer länger und immer länger. Nachher dauert das, glaube ich, 2, 3, 4, 5 Tage oder sowas. Ich denke es mir. Ich bin mir nicht sicher. Was war das hier nochmal? Achso, das. Ich klicke immer auf die gleichen Sachen. Übrigens, das sind die Leute aus meiner Community. Die Savannah. Viele Grüße. Da war noch Tiger Eye. Ich weiß nicht, wo sie ist. Scotty. Das hängt da schon wieder fest. Die Mitarbeiter im Zoo, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die haben, weil die haben jetzt Laufen im Laufe des Spiels, also bis das Laufen des Tages, wenn ihr nicht online seid und ihr habt keine Zeit, sind nämlich eure Mitarbeiter, die kümmern sich dann über, um euren Zoo. Natürlich, umso mehr Mitarbeiter ihr habt, umso schneller läuft das Ganze, umso bessere Wertungen erhältst du auch von unseren schönen und lieben Zuschauern. Ich habe immer nicht ganz so rausgefunden, was das hier ist hier unten. Könnt ihr mir mal sagen, was unten rechts dieses Teil ist? Wie lange dauert das eigentlich noch mit dem Gehege? Mal gucken. 2 Minuten. Das lassen wir noch mal ganz kurz durchlaufen. Wir gucken mal ganz kurz, was können wir denn noch kaufen? Wir gehen mal zu dem... Oh, 23.000. Geht das noch weiter? Boah. Ah, hier braucht man auch die bestimmten Level für. Ach so. Hier sind war gerade eine Palme, ne? Aha. Palmen sind doch schön. Ich setze mal eine.
glaube, hier so in die Ecke, ne? Sieht so toll aus. So. Drei schöne Palmen habe ich gesetzt. War zwar teuer, aber gut. Und hier sind wir gleich in 40 Minuten wieder, 40 Sekunden sind wir wieder aktiv. Und dann achten wir mal drauf, ob wir wirklich, ob das immer wirklich immer wieder länger und länger und immer länger wird. Was ist denn das hier eigentlich, die Herzchen? Ach so. Allen helfen. Möchtest du Ammoniten ausgeben? Nein. Wir haben doch selber keine. Aber ich habe irgendwo eine bekommen. Sehe ich gerade. In 2 Sekunden geht es wieder los. Okay. Bisschen Glücksspiel. Und let's go. Drück mir den Daumen, vielleicht kriege ich ein Dino. Blümchen. Okay. War jetzt nichts Besonderes. Jetzt gucken wir mal auf die Zeit. Ja, es wird immer länger. Eben waren es 1 Minute, dann waren es 3 Minuten, jetzt sind es 6 Minuten. Es wird immer, immer, immer und immer, immer, immer länger. Aber damit, ja, dass die sowieso gratis erhalten, ist ja alles okay. Hier sind wir gleich soweit, in 40 Sekunden. Und hier, wenn ich den Park setze und den Styracosaurus in den Park lasse, werden wir dann bestimmt auf Level 12. Nein, wir werden dann 12 Besucher erhalten. Wenn ich 12 Besucher habe, habe ich die Quest geschafft. Ich hänge mal mit der Maus, hängt immer fest. Das ist lustig. Okay. Drei Sekunden und? Sehr schön. Und jetzt wollen wir mal den Dinosaurier aus dem Eis lassen. Let's go. Man kriegt ja immer Geld. Man kriegt immer Besucher und Geld und Sterne. Also das Spiel belohnt einen richtig ganz sehr, sehr gut. Man hat eigentlich keine Probleme. Am Anfang hatte ich natürlich das Problem ein bisschen mit Geld. Aber da hatte ich ziemlich viel ausgegeben und habe nicht dran gedacht, dass ich da noch ein paar Missionen zu machen hatte. Und wieder, was haben wir denn hier bekommen? Seltene Truhe. Was auch immer es ist. Wir haben eine bekommen. Und wieder Geld. Und wieder Sterne. Okay. Menü öffnen und die Truhe antippen. Dann kommt die Truhe. Dann 4 Belohnungen aufdecken und abholen. Okay. Mal gucken, was wir bekommen. Hier sieht man übrigens, das sind DNA-Stränge. Und hier haben wir einen kompletten Dinosaurier. Wir werden sehen. Noch mal was. Achso, öffne 3 Truhen. Wir brauchen aber noch weitere 2. Und dann kriege ich Belohnungen. Schlüssel. Was auch immer das ist. Wir werden sehen. Meine Maus hängt wieder fest. Was ist das denn? Eine Schatztruhe? Ja. Die war noch von einem letzten, von der letzten Expedition übrig. Okay. Keine Ahnung, was da drin sein könnte. Die könnten sie haben. Vielleicht finden sie ja etwas Brauchbares. Das ist ja toll. Lassen Sie uns die gleich öffnen. Was könnte denn da alles drin enthalten sein? Da bin ich ja gespannt. Ich bin genauso gespannt, Leute. Mal gucken, was kriegen wir da? Oh, das kostet doch Geld, die aufzumachen. Epische Truhe. Die epische Truhe kostet ja richtig viel Geld. Haben wir so eine? Öffnen. Muss ich da. Ach, man kann eine kaufen, oder wie? Achso, man kann welche kaufen und eine haben wir. Okay. Und drück mir die Daumen. Drück mir die Daumen. Ba, 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 ba. Achso, ich muss ja noch drauf drücken. Okay, das wusste ich jetzt nicht. So, pass auf. Okay. Einmal.
Blümchen. Zweimal? Okay, das hatten wir eben schon gesehen. Okay, und das ist der letzte? Okay. Kann man vielleicht rein zufällig? Okay. Sehen, was noch unter den anderen gewesen ist. Achso, das sind die Sachen, die ich hier bekommen hätte können. Guck mal, das sind nämlich, das ist schon fertig. Das ist fertig. Die anderen sind alles DNA-Stränge, die man erstmal erforschen muss. Ist okay. Dann komme ich hier wieder raus. Belohnung abholen. Und währenddessen ist das Eis geschmolzen und ein Styracosaurus. Oh, der ist aber toll. Der ist aber echt toll. Ja! Styracosaurus, toll! Siehst du? Das Spiel sagt es ihm selber, toll. Das brauchen wir aber für dieses Gehege. Ein Futternapf. 4000. Wow. Okay. Wir haben jetzt... Ich drücke immer auf die gleichen Sachen. Das sind die neuen Sachen, die wir erhalten haben. Ja, von allem nur eins. Also leider noch keine zwei. Das macht aber nichts. Gucken mal, die Zeit verrennt hier auch schon. Guck mal, wir haben jetzt schon wieder 6 Minuten gespielt. Und dann haben wir jetzt gleich wieder das Glücksrad wieder offen. Wir gucken uns mal ganz kurz im Park um, ob hier auch alles in Ordnung ist. Ja, hier kommen wir... Ja, das ist toll. Man kann ja auch ab und zu mal auf die Besucher klicken. Sehr schön. Können wir hier Geld holen? Ja. So, 30 Sekunden, dann haben wir hier wieder was Schönes zu holen. Man kann hier ab und zu mal auf das Geld klicken, dann hat man das Geld sofort. Aber ihr braucht euch keine Sorgen machen, wenn ihr das vergesst. Im Laufe der Nicht-Spielzeit wird sich das Ganze auch wieder dann füllen. Der Iguanodon, kennt ihr übrigens den Film Dinosaurier? Genau so heißt er. Einfach nur Dinosaurier. Das ist ein Film von 2000. Viele von euch vielleicht da draußen waren noch nicht mal geboren. Ist ein Walt Disney Film, der nicht so viel Aufsehen erweckt hat, was sehr, sehr schade ist. Es ist einer der ersten Dinosaurier-Animationsfilme. Und ich muss euch sagen, guckt euch diesen Film an. Es hat einen tollen Titelsong. Hat eine ganz tolle Geschichte und eben da geht es eben um den Iguanodon Alada. Sehr zu empfehlen. Ich würde es euch echt ans Herz legen. Für alle Dino-Fans ein Muss. Ja, jetzt. Ja! Oh, guck mal, was haben wir denn da? Ist das ein Quetzal? Gucken wir mal ganz genau, was wir bekommen haben. Was haben wir denn da erhalten? Was ist denn das für eine? Aramboganya. Das sind alles so aus Afrika bestimmt irgendwelche Dinosaurier, die dort gefunden worden. 8 Minuten. Keine 6 Minuten mehr. Okay. Was haben wir denn, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn noch für Quests zu machen? Wir müssen noch 2 Leute einladen. Also wenn ihr noch irgendwelche Leute da draußen sind, die noch gerne spielen wollen, kommt spielen. Das ist eine Quest. Die muss ich kaufen. Jetzt habe ich eine gekauft. Habe zwar wieder viel Geld ausgegeben, was aber kein Problem ist, weil wir brauchen den sowieso, den Futternapf. Und der Futternapf kostet... hat jetzt auch nicht unbedingt... Wir haben ja morgen wieder ganz, ganz viel Geld, wenn das dann soweit ist. Und wir morgen dann wieder einloggen. Übrigens... Es ist eine Empfehlung von mir und auch von den ganzen Fans dieses Spiels aus dem Discord.
Loggt euch wenigstens einmal am Tag ein. Einfach nur ein, ihr müsst nicht spielen, habt ihr keine Zeit, loggt euch kurz ein. Das Spiel besteht ja aus Einloggen, Einlog-Belohnungen, wie natürlich ganz viele App-Games und Spiele, die es überhaupt immer machen. Loggt ihr euch jeden Tag ein, kriegt ihr jeden Tag Belohnungen. Ich kann das jetzt, glaube ich, gerade nicht mehr einsehen, ne? Wo kann ich das nochmal einsehen? Man kann das nämlich irgendwo einsehen, wie die Einlog-Belohnungen sind. Loggst du dich ein, kriegst du immer tolle Sachen. Bis hin zu Dinosauriern. Okay, ihr Lieben, wir müssen sowieso jetzt lange warten, bis hier wieder was geschieht und wieder Geld herkommt. Ich könnte was bauen, ich würde aber gerne erstmal ein bisschen sparen, damit wir wieder was Neues, Großes bauen können. Erstmal bedanke ich mich bei euch fürs Zugucken. Ihr wisst Bescheid, einen kleinen Gefallen, einen kleinen bisschen Support für meinen Channel. Einfach mal ein bisschen einen Daumen hoch. Und wenn ihr wollt, schreibt doch mal einen Kommentar. Oder einfach ein Smiley in die Kommentare. Das hilft immer dem Video, das hilft meinem Kanal, gesehen zu werden. Das heißt, umso mehr gesehen wird, umso mehr Aufmerksamkeit bekommt dieses Spiel dann vielleicht. Oder eben mein Kanal. Und das ist dann immer ein kleiner Support, den ich mir wünsche. Ich danke erstmal fürs Zugucken. Bis denn und tschüss.